Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors 2. Heute mal mit meinem oder einen meiner RH9-Dörfer. Ja, eigentlich ist nicht meiner, sondern dieser Account hier gehört einen meiner Söhne, aber sie werden nicht bespielt und ihr seht es selber. Ich denke mal, es ist echt schade, dass solche Accounts hier liegen bleiben. Aber worum geht es eigentlich in der Folge? Ja, ich habe endlich mal mit Hexen angegriffen. Mit Hexen habe ich mich nie getraut und habe allerdings erstmal ein bisschen angetestet. Das heißt, ich habe die Hexen mal einfach laufen lassen. Ihr seht das hier, ich habe auch gewonnen. Also gegen ein RH10, aber ohne Infernos habe ich mich hier mal mit den Hexen rangewagt, so will ich das mal sagen. Und oh, da kommen auch gleich die Maxed Out Teslas raus für den Rathaus 10er hier an der Stelle. Und was ich eigentlich in Ausbildung habe, ihr kennt diese Kombination sicherlich, ist 10 Hexen mit Heilern, einem Golem, Bowler im Gepäck und so ein bisschen Kleinkram. Ja, so ein bisschen Kleinkram. Jetzt habe ich hier ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Pech mit dem Lavahund in der Clanburg. Aber worauf ich ja hinaus will, sind eigentlich die Hexen. Denn sie sind im RH9-Bereich doch wirklich, wirklich gut. Ich hätte selber nicht geglaubt an der Stelle und musste die heute einfach mal ausprobieren. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Den sehen wir dann auch etwas später. Aber ich lege jetzt mal den Fokus nicht auf diese Seite hier, sondern ich lege gleich mal meinen Fokus auf die Seite. Der Loon musste unbedingt noch irgendwie sterben. Ich habe hier hinten jetzt noch mal ein paar Magier mit rausgeholt. Aber die Queen macht natürlich jetzt den Ballon. Und die Hexen machen hier ganz easy peasy die Lava-Welpen weg und gehen hier unten noch ihren Weg. Aber hier oben, ja. Ich meine, das sind jetzt zwei Hexen mit, ich glaube, es sind zwei Heiler. Und ich bin mit diesen Accounts ja dabei, das Dunkle reinzufarmen für die Helden, denn die Base ist bald maxed out, auch mit den Mauern. Also maxed out ist sie sowieso schon. Uns fehlen hier nur noch ein paar Mauern bei diesen RH9er Dörfern. Und ich mache diese ja sehr, sehr langsam, muss ich dazu sagen. Hat manchmal auch den Grund, wenn ich zu viel reinfarbe, dann kommt plötzlich mal einer meiner Jungs online und meint, oh, ich kann ja RH10 anstarten, dann müsste ich leider wieder abbrechen, weil ihr wisst, ich bin kein Rusher. Und deswegen, aber guckt euch die Hexe hier an mit zwei Heilern, voll unter Heilung und kriegt ihr Beschuss von dem Tesla und von dem Minenwerfer. Ich meine, die haben früher immer wehgetan und die schafft das. Die schafft das ganz locker und die schafft auch noch mehr. Ich hätte selber nicht geglaubt. Ich musste auch wirklich genauer hinschauen hier unten. Ist auch noch ein bisschen was los, aber hier ist jetzt alles tot. Also wir haben hier schon einen Stern bekommen, haben auch reichlich Dunkles abkassiert und trotzdem die Hexe hier immer noch ganz, ganz locker schickt die ihre Skellies. Und früher, wie gesagt, war der Minenwerfer hier tödlich für die Hexen, natürlich unter Heilung mit zwei Heilern. Ja, da räumt die mir hier auch noch das Lager ganz locker ab und macht sogar ein bisschen mehr. Also nach wie vor, wie gesagt, ich meine, ich habe jetzt schon 3253 auf meiner Seite, bin in Meister 2 im Moment, also kommt noch ein bisschen Bonus raus. Ich denke, das ist in Ordnung, das kann man immer mal mitnehmen. Und dann schauen wir mal in den aktuellen CK rein und da hat erstmal jemand ganz anders so angegriffen. Und zwar ist das der Kevin King gewesen aus unserem zweiten Clan hier, der sich auch für diese Base hier so eine Kombi ausgesucht hat. Also die Base ist natürlich längst nicht maxed out RH9, aber es ist eine Base. Sie hat Defense. Ich sage es ja immer wieder, unterschätzt solche Bases nicht. Ich hätte sie unter Umständen, ich hätte die gerne mit Luft gemacht. Aber der Kevin kommt hier auch mit Hexen rein. Das heißt also, er nimmt 8 Hexen, hat ein paar mehr Magier dabei, kann man machen. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich von Base zu Base auch. Und ich habe letztendlich mich dazu genötigt, etwas weniger Magier mitzunehmen, weil meine Helden auch schon ein bisschen höher sind. Ich brauche also nicht ganz so dick an Magiern haben, die hier irgendwo den Funnel schlagen. Aber von beiden Seiten hier hat er jetzt vielleicht ein bisschen Pech.
dass die Hexen nicht so super in Heilung sind. Also, ihr werdet das gleich bei meinem Angriff sehen. Ich setze erstmal ganz piano die Hexen und die Heiler ziemlich weit dahinter. Das gewährleistet einfach, dass die Heiler erstmal auf nichts anderes gehen. Nicht, dass sie anfangen, Skelette zu heilen, sondern die sollen natürlich die Hexen durchheilen. Aber er macht das hier, glaube ich, auch, denke ich mal, sehr, sehr gut. Und ich finde, das ist im RH9-Bereich, ich habe das immer ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz klar sagen. Denn ich habe mich auch nie so wirklich getraut, mit dieser Kombi anzugreifen. Denn ich habe immer gedacht, ah, die Hexen auf RH9, das ist so eine 2-Stern-Army, wenn die scheiße laufen und die Minenwerfer so relativ gut stehen, dass sie immer die Hexen erreichen, dann sterben die. Und deswegen habe ich mich auch nie wirklich getraut, mit denen anzugreifen. Auch im RH10-Bereich komischerweise nicht. Auch wenn ich weiß, dass das eine coole Kombi ist, auch im RH10-Bereich, habe ich mich da noch nicht zu durchringen können. Und er macht das hier aber sehr, sehr gut. Die Magier hier unten in dem Bereich machen jetzt gerade so den Clan-Burgdrachen. Ja, und dann haben wir hier fast nur noch punktuellen Schaden. Queen noch super zündbar. Und ich denke, das ist ein gelungener Hexenangriff hier auf die Nummer 9 hier, 5 auf 9. Also der Kevin hier mit der Kombi, jetzt haben wir eh nur noch punktuellen Schaden. Und der tut den Hexen sowieso so gut wie gar nicht weh. Jetzt muss er sich hier noch durch die Mauer quälen mit der Queen. Aber er hat reichlich an Hexen dabei. Hat noch ein paar Bowler, die Queen ist jetzt sogar durchgeheilt, also jetzt geht die Heilung schon auf den Bowler. Und ich denke mal, so ist das hier. Ja, das ist ein super schöner 3-Sterne geworden an der Stelle. Und ja, dann habe ich es natürlich auch irgendwann mal probiert, musste ja auch mal ran hier in diesem Clankrieg hier. Also musste ich hier ja irgendwann ran. Ich war ganz, ganz spät einer der letzten Angreifer. Das liegt einfach daran, dass ich gerade für diese Accounts hier dann echt wenig Zeit habe. Und ich habe mir gedacht, diese Base hier, die machst du genau mit dieser Kombi hier. Und sie ist auch nicht maxed out. Also es fehlen noch, ja, viele Sachen fehlen nicht mehr. Ich meine, er hat die RTX-Bögen hier auf Level 3. Hat hier eine Queen, die ja nicht so super stark ist. 10er Queen. Und wo eiert der King rum? Da, 12er King Platte. Also alles im Bereich des Möglichen. Und die Luftabwehren vor allen Dingen, die stören natürlich bei solchen Angriffen, sind hier sehr, sehr zentral. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Hexen hier setze, dann kriegen die erstmal relativ wenig Beschuss, beziehungsweise die Heiler bekommen relativ wenig Beschuss. Und wir gehen einfach mal rein, wie ich mir das Ganze gedacht habe. Also ich funnel erstmal oben an den beiden Bauhütten hier jeweils mit einer Hexe, ganz piano erstmal anfangen und setze dann danach noch 2 Hexen mit rein, so dass ich 3 Hexen mindestens pro Seite habe und schiebe dann die Heiler richtig spät nach, denn die sollten mir natürlich nicht erwischt werden und die sollen auch nicht die Skelette heilen, sondern die sollen natürlich die Hexen heilen. So, mein Funnel ist eigentlich ist das schlecht gewesen, denn der Golem, der geht erst irgendwie hier auf den Magierturm, aber ich habe den Sprung einfach relativ schnell dann gesetzt, denn ich habe keine Mauerbrecher dabei. Und mit den Helden, Bowlern und den restlichen Hexen geht es dann hier rein in die Mitte. Doppelgift auf die Clanburg. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass die in jedem Fall fällt. Und jetzt habe ich hier, ja, ich habe hier ein bisschen früh meinen Heilzauber genommen, aber ich wollte, dass mein King noch ein bisschen länger überlebt, denn der kommt natürlich nicht an die Queen ran, denn die ist hinter der Mauer für den King. Aber in der Mitte mit den Bowlern und der Golem ist ja auch noch, dabei. Da sehen wir gerade noch so, jetzt noch tapst er in die Doppelbombe rein und mit den vielen Hexen, den Heilern meiner Queen, ist das hier sicherlich ein, denke ich mal, ein guter Angriff geworden. Ich wusste, dass hier hinten die Tesla-Farm ist, aber die Teslas sind natürlich für diese Kombi hier nur Einzelschaden und ja, die tun dann nicht wirklich weh. Also ich wusste an dieser Stelle hier, wusste ich eigentlich schon, yo, das sind meine 3 Sterne hier gewesen mit dem Donnerbengel. Erstmalig mit den Hexen überhaupt 3 Sterne geholt. Ihr habt das wahrscheinlich bei mir ein bisschen verfolgt. Ich habe noch nie mit dieser Kombination 3 Sterne reingeholt, also auch nicht mit dem Avatar oder mit dem Alex oder mit den Accounts, die ihr noch nicht kennt, sondern das ist wirklich einer meiner, oder ist glaube ich der erste 3 Sterne mit dieser Kombi. Ich glaube im Englischen heißt sie Witch Slap
Also Slap heißt irgendwie überrennen, dir einen reinklatschen. Deswegen ist das, ja, ich glaube, es ist ein guter Angriff gewesen. Leider haben wir trotzdem verloren, denn der Gegner hat es ein kleines Ticken besser gemacht. Also der Clankrieg hier war schön auf Augenhöhe. Also ich finde diese Niederlage hier, ich finde sie nicht schlimm, denn wir hatten absolut Gleichstand, was die Rathäuser anging, haben halt nicht so super angegriffen und am Ende hat der Gegner so ein bisschen Glück gehabt, dass genau die Basis vom Lukas und auch, ich weiß gar nicht, wer es war, nee, ich glaube, es war die Base vom Lukas, der hat Rathaus halt außen und so ist es ja, fast einfach, auch für einen Neuner, dann irgendwo 50 oder mindestens erstmal 50% plus Rathaus zu machen und dann noch sich irgendwie die anderen Prozente oder den anderen Stern hier reinzumogeln. Das hat er auch so gemacht, der Gegner. Also, achso, ich gehe noch mal rein hier. Entschuldigt bitte. Ich habe dann den letzten Angriff leider vergeigt von mir. War aber an der Stelle nicht ganz so schlimm. Ich habe also 2 Sterne auf den Fünfer gemacht mit dem Golaloon. Habe ich alles in eine Waagschale gesetzt, aber es hätte eh nicht gereicht, denn prozentual wären die Gegner trotzdem vorne gewesen. Also ich denke mal nicht so schlimm. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem hier von mir gefallen. Und nee, dann machen wir es anders. Nein, wir machen das anders. Wir krönen diese Folge hier mal mit einem Farmangriff von meinem RH9. Muss ja auch mal sein. Also ihr habt das ja mitbekommen. Ich farme hier Dunkles, damit der King hier auf 24 gehen kann. Und 77.000 habe ich, also ich muss noch ein bisschen was machen. Ja, ich bin natürlich auch immer einer, der hier auch mit diesem Account hier viel spendet. 2.566, 29 Pokale. Oh, da lassen wir uns mal nicht lumpen. Wir haben 6 Schweinereiter in der Clanburg. Und ich denke mal, den nehmen wir mal mit. Ja, ihr seht das, ich farme fast ausschließlich mit Elex-Truppen. Hat natürlich den Hintergrund, dass ich mein Delex spare, aber ich spare mein Delex natürlich nicht, wenn wir Clankriege spielen, denn da spielen Spenden an der Stelle überhaupt keine Rolle. Und ich denke, wir ziehen hier jetzt mal unsere ganze Masse an Riesen nach und ein paar Magier. So farme ich eigentlich immer. Ich klicke mich hier zwar jetzt ganz irre mit der Maus durch, mal sehen, ob meine Mauerbrecher hier durchgehen und hier der Sprung reingeht. Jo, das funktioniert noch ganz gut. Dann schicken wir erstmal die Queen durch und ziehen dann erst den King danach, aber der King, ja, ist auch schon fast, der King ist auch fast wieder schneller als die Queen an der Stelle. Und jetzt hauen wir hier mal einen Wut rein. Jetzt muss ich mal schauen, von welcher Seite. Ich denke mal, von dieser Seite hier ist das Ganze ein bisschen besser aufgehoben. Aber es geht überhaupt keine Truppe hier in die Mitte rein. Oh, das ist natürlich doof und sehr, sehr ärgerlich, denn wir wollen ja das Dunkle haben und nichts anderes hier. Also ist das schon ein bisschen dusselig. Na, Mist. Naja, Rathaus haben wir hier gekriegt. Aber die Queen wird jetzt, denke ich mal, nicht in die Mitte reingehen. Oder geht die noch in die Mitte und schafft dort vielleicht noch das dunkle Lager? Das wäre natürlich super. Außen gehen noch King und Pekka. Die kriegen jetzt zwar ein bisschen Beschuss, aber den brauche ich noch nicht zünden. Und ja, meine Queen will tatsächlich durch die Mauern durch. Finde ich gut, Queen. Und wo geht sie hin? Ah, sie geht erstmal auf den Tesla. Das ist hoffentlich in Ordnung. Und danach geht sie leider auf die Clanburg. Das ist doof. Das ist nämlich doof, denn die soll ja jetzt. Oh nein, die geht nicht aufs Lager. Oh, super. Ach, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wir kriegen das Lager nicht. Wir kriegen das Lager nicht. Ich meine, wir kriegen hier 2%, wollte ich gerade sagen. Wir kriegen hier 2 Sterne, aber wir kriegen das Dunkle nicht. Naja, dann müssen wir halt mit dem Bonus hier leben. Und müssen das nehmen, was wir hier kriegen. 77.000 haben wir jetzt an Dunklen zurzeit und können sicherlich. Ah, ne, eine Mauer mache ich im Moment nicht. Ich lasse mir mal sehr viel Elex hier bei den Jungs hier über, um hier weiterhin stark mit Elex-Truppen natürlich farmen zu können. Und na, das war's jetzt. Das war es leider auch für meine Päcker. Und ich denke auch für meine Barbaren hier. Naja. Ist nicht so schlimm, sage ich ja immer. Oh, wenig Dunkles. Naja. Mit den 740 sind es immerhin etwas über 1000. Wir haben ja so gut wie nichts ausgegeben, nur den Giftzauber. Aber noch den Bonus dabei bekommen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Und ich habe hier noch ein bisschen Bonus drin. Ja, den hole ich gleich auch, denke ich mal, da raus.
dann kommen wir auf 7300 dazu, dann sind das 85, was brauchen wir für den King hier, 110, ja, ist in jedem Fall drin in den nächsten Tagen. Und ich hoffe, die R9 Folge hier mit mir hat euch gefallen, bleibt einfach bei mir dran, ich freue mich drauf, mit euch mal wieder zu clashen, lasst euch überraschen und bis dahin, euer Toto, clasht.